Hallo und herzlich willkommen bei Multikulti Veggie Recipes. Heute werden wir eine indische Spezialität machen. Da heißt es Kürbis Halwa. Dafür brauchen wir als erstes einen kleinen Kürbis. Den schneiden wir. Danach entfernen wir die Kerne von dem Kürbis. Und zum Schluss schälen wir den Kürbis. So, und jetzt, nachdem alle Kürbisse geschält sind, werden wir die Kürbisse reiben. In Indien wird diese Spezialität in Hochzeiten oder auf Partys gemacht. Jetzt haben wir den ganzen Kürbis gerieben. Jetzt werden wir als erstes etwa einen Esslöffel Butter in einer Pfanne schmelzen. Während die Butter schmilzt, machen wir die Mandeln klein. Jetzt geben wir die Mandeln in die Butter rein. Jetzt werden wir auch noch die Cashewnüsse klein machen. Und diese machen wir dann auch in die Butter rein. Jetzt lassen wir die braten, bis sie so leicht braun sind. Und zum Schluss geben wir dann noch die Rosinen und die Kokosraspeln dazu. Jetzt ist es auch schon braun geworden. Das nehmen wir jetzt raus in einem Teller. Machen weiter. Dafür machen wir jetzt die restliche Butter rein und lassen sie schmelzen. Und wenn dann die restliche Butter geschmolzen ist, geben wir unseren geriebenen Kürbis dazu. Und lassen das dann auch so für 2 bis 3 Minuten braten. Man sollte den auch rühren, damit es nicht so an der Pfanne unten kleben bleibt und nicht so anbrennt. Jetzt ist unser Kürbis auch schon fertig. Jetzt geben wir dazu Milch und lassen das jetzt wieder ein bisschen kochen. Und jetzt decken wir das ein bisschen ab, so für 3-4 Minuten. Sieht man auch, dass es ein bisschen dicker geworden ist, das Ganze. Und dazu geben wir jetzt 2 Teelöffel Magermilchpulver dazu. Wenn man kein Magermilchpulver zur Hand hat, kann man auch ein bisschen mehr Milch reinmachen. Wie man jetzt sieht, ist das Ganze dicker geworden. Und die Milch sieht man auch fast gar nicht mehr. Jetzt geben wir braunen Zucker dazu
abmischen das Ganze. Brauner Zucker, das ist einfach gut und besser als normaler Zucker, deshalb habe ich den jetzt benutzt, aber man kann auch normalen Zucker benutzen. Und jetzt werden wir abwarten, bis das Ganze getrocknet ist, beziehungsweise wenn da Öl rauskommt oder wenn die Milch ganz trocken ist. Hier sollte man auch aufpassen, dass man möglichst viel rührt, damit da auch nichts an der Pfanne kleben bleibt und nichts anbrennt. Hier gebe ich jetzt noch ein bisschen vom Kardamompulver dazu. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland, also in Deutschland gibt es das schon, aber ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall gibt es im indischen Geschäft. Aber das ist auch nicht wichtig reinzumachen. Man kann das auch lassen. Wenn man das halt reinmacht, kommt dann der typisch indische Geschmack hervor. Und zum Schluss werden wir dann noch unsere gebratenen Mandeln, Cashewnüsse und alles reinmachen. Lassen wir das noch ein bisschen ruhen. Und jetzt sieht man, wie es so eine schöne Farbe bekommen hat und jetzt ist es auch schon fertig. Das sollte man warm servieren, dann kommt ein sehr guter Geschmack. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Für mehr bitte liked, abonniert und teilt meinen Kanal. Schluss noch, danke fürs Zuschauen.